Podcast. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben und dem Flori. Und wir spielen auf der Map Futuristic 4x3. Und es wird eine. Und wir sind mit dem. Das wird eine tüfte Runde, wie der Cookie Justin geschrieben hat. Unterstrich Mai Mega Markus unterstrich. Genau, das heißt, wir haben gewonnen. Das ist toll. Weil der Mega Markus ist halt richtig mega. Okay, los, bau. Wir brauchen das erste Gold, dann haben wir gewonnen. Ja, ich kann auch. Hallo? Bauen. Williger. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nein, ich lege nochmal 10. Und ich falle einfach mal runter, weißt du, kann man auch zu die Base gehen. Aber es war richtig schön, weißt du, ey. Weißt du, Torben, man braucht gar keinen Warpowder, einfach umbringen. Weißt du, es war richtig schön, einfach, ja, ich falle, du bist einfach richtig, das sah richtig gewollt aus. Du hast aufgehört zu bauen und runter. Und er hat sich erstmal voll equipped, ist halt der Mega-Markus, ne? Oh, Mega-Equip-Braucher. Richtig. Ich baue Bett zu kurz. Das ist schon eine gute Idee. Ich bin Förderer dieser Idee. Das ist auch toll. Das ist wunderbar. Wunderbar ist das. So, mal gucken, ob ich dem irgendwann den Block hier wegnehmen kann. Ne, kann ich nicht. Er ist perfekt. Er ist mega. Oh shit. Let's go, Power Rangers. Ich brauche neue Blöcke. Ne, ich schaffe es. Seid ihr noch nicht in der Mitte? Sind wir. Erste, locker erste. Oh mein Gott, 8 Gold. Das ist hier traumhaft. So. Direkt den Bow gönnen und dann erstmal Leute runterschießen. Aber spawnt ja auch in der Base Gold, ne? Nur mit. Oder? Ich weiß, ja. Gut. Also nicht gut. Weil dann können wir auch runtergeschossen werden. Ja. Das heißt. Och nee! Wir sind Team Rot. Achso, da ist Blau. Flo. Aber der Mega Markus hat einen getötet. Ich hab dir noch einen Bogen in die Kiste getan. Das war eigentlich gar nicht gewollt, dass ich zwei kaufe, aber ich hab's getan. Soll ich mal versuchen, Blau zu... Wäre eine coole Sache. Lol, leck. Ich meine, du hast eh einen Bogen in der Kiste, also... Torm ist gerade kurz... Ich gehe jetzt mit dem Mega-Markus gerade. Torm ist gerade kurz am Schlüssel in Sachen Base aufpassen. Okay, wir haben einen Blauen schon mal. Ja, aber der Mega-Markus ist tot, leider. Oh. Ja, scheiße. Soll ich kommen? Ja, ich bin da auch tot. Achso, okay, dann nimm dir den Bau aus der Kiste. Ah, jetzt hat er den Mega-Markus. War da ein Pfeil drin, wenigstens? Ja, war er. Okay. Ja, ich brauche noch ein Schwert dann. Hast du zwei Eisen? Oder ein Gold? Mega. Zwei Eisen oder ein Gold? Zwei Eisen oder ein Gold? Ich habe nur ein Eisen. Okay, dann warten wir auf ein Gold, dann kannst du das Eisen haben. Für ein Gold, für ein Schwert. Für ein Eisenschwert. Weißt du, könntest auch mir einen Bogen geben einfach. Das ja, aber dann halte ich die Mitte, Flo, und dann können wir uns alles gönnen. Weil wenn ich jetzt ein Eisenschwert habe, dann sind wir krass im Vorteil. Das ist auch recht. Du musst ein bisschen aufpassen. Ja. Ich habe ein Gold. Ja, oh ja, ja. Oh ja. Ja, oh, ja. Ist ja spitzenmäßig. So, danke schön. Okay, bye bye. Okay, weg, Mega Markus. Ich werde jetzt gelb erstmal ich werde jetzt die Mitte erstmal gelb entreißen. Und aber erst werde ich grün zerstören, die da sich in die Mitte bauen wollen. Mega Markus, ich habe das Gefühl, diese Seite ist effizienter. Was macht der eine da? Oh ja, ich hab alles. Hallo, der Grüne, der laggt gerade total. Okay, er ist tot. Er hat sich die ganze Zeit nicht von der Stelle bewegt. Tut mir ein bisschen leid, dass ich ihn so getötet habe. War ein guter Kampf zwischen mir und ihm. So, ja, ich hab die Mitte. Also wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Ja, ich brauch noch Eisen. Ich werd beschossen? Sag mal. Das gehört sich aber ganz und gar nicht. Noch keine Rüstung, okay. What the fuck, bei mir leckt's gerade. Beste. Okay, gut. Ich hab mir direkt gegönnt, wenn ich die Mitte halte, damit. Boah, ich brauch noch ein Gold, dann kann ich. Bogen? Mir einen Bogen kaufen. Wenn du in die Mitte kommen willst, ich hab 8. Dann spar auf den Besten, dann spar auf den Besten. Flo, spar auf den Besten, ne? Jo. Gut, ja, du kannst hier das Gold... Soll ich mir die mittlere Chestplate holen? Ne, hol dir die... Ja, okay, dann hol dir die mittlere. Der Bunker hat sich da gerade den... Ja, dann hol dir die mittlere. Ja, du kannst dir für den besten Bogen abholen, komm. Jo.
Sag mal, gelb. Ich hab 3 Gold noch. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht runtergeschossen. Ja, ich hab, ja, gelb schießt, aber ich lenk die ab. Also, die schießen auf mich, keine Sorge. So, hier. Da. Okay. Bitteschön, erste Goldlieferung. 15 Gold. Ich soll ich noch mal kurz warten auf ein Eisenschwert dann direkt? Ja, das kannst du, ist eine ganz gute Sache. So. Grün schießt von hinten. Grün? Absolut nicht in Ordnung. Schießen die aus deren Base? Nee, da stand einer auf dem Weg. Achso, ja, der steht da genau auch immer den, noch. Weißt du, der Markus steht einfach auf dem Weg rum. Nein, das bin ich. Nee, ich will den nicht. Ja, der Mega-Markus mit... lol, da steht wirklich einer oben auf dem Weg. Mit dem Bogen. Ich habe ihn runtergeschossen. Hä, was macht der denn mit dem Bogen? Der opfert den ja richtig. Halt ein richtiges, typisches Opfer. Ja, okay, der Start ist gut gelaufen. Genau so muss man auf dieser Map starten. Wir haben die Mitte, wir haben Gold. Ich brauche noch 2 Eisen. Reich. Dann hast du die beste Chestplate. Ja, jetzt nur noch 1. Ah, das ist gut. Die ist auch sehr wichtig. Very important. Höchste Priorität. Ja, da ist das. Okay, Blau hat auch einen Bogen. Ja, ich mag das nicht, wenn Gold in der Base spawnt. Ja, ja. Weil dann kann man diese Mitte-Taktik nicht so gut ausspielen. Also, wenn für mich einer eine Map bauen sollte, wäre das, glaube ich, eine 4x3er. Mhm. Nur Gold in der Mitte, aber Eisen in der Base. Und Bronze halt. Ja. Das wäre meine Beat-Fusion. Ja, ne, die Maps mag ich eigentlich auch nicht, wo Eisen so... Am Rand ist, oder? Also ja, halt. Irgendwie. Ja, ja, mag ich auch nicht so gerne. Weil. Ah, ich habe einen runtergeschossen. Also hier auf solchen Maps, wo auch Gold in der Base spawnt, da muss man halt auf Enderperlen spielen. Irgendwie so. Es ist halt am leichtesten. Okay, wir haben halt den Vorteil. Genau, das ist richtig. Ich hole mir jetzt gleich auch nach einer Ladung noch den besten Bogen. Ja, ich habe einen umgebracht mit meinem Bogen. War das der mit ist Bogen von Gelb? Warte. Ja, das ist einer gut. Von ja, weil dann hole ich gleich, bringe ich für uns alle Warp Powder mit. Damit wir nicht mehr, Ja, uns setzt da auch Fallen auf den Weg. Das werde ich. Dieser... Oh, guck mal. Weißt du, was ich meine? Hallo, ja, die Traps. Diese Spinnenweben halt, ne? So, okay, ich bin immer kurz, weg. Flusche. Ja, hier, diese Seite. Oder soll ich erst noch warten? Ist mir egal, ich kann auch noch, ich kann auch einen Moment allein die Mitte. Okay, einer von Gelb kommt, dann bin ich kurz weg. Ja, den habe ich schon mal angeschossen. Sehr gut, wenn ich jetzt runtergeschossen werde, dann töte ich das ganze Team. Hilfe, der gelbe. Oh, gut. Ja, der ist in der Mitte rumgerannt, aber ich habe den irgendwie nie erreicht. Und der hat 2 Bogenschüsse von mir ausgehalten oder so. Mhm. Weil ich den nicht voll gespannt habe. Achso, ich hole mir jetzt nochmal unbedingt eine Spitzhacke. Die habe ich ne. Und Blöcke, Alter, Blöcke. Der hat nur Power 1. Ja, ja. Deswegen, der raus, selbst bei dem zweiten, also da bei dem besten kommt nur halt Punch dazu. Weg. Bei dem besten kommt, deswegen kann man, wenn man sich einen Bogen kaufen will, wo es jetzt nicht so wichtig ist, andere wirklich runterzuschießen, kann man sich auch den zweitbesten holen, weil der kriegt Schlag. Ja, ich habe nochmal 8 Power. Ja, ich habe natürlich das Warp Powder vergessen. Ich habe nochmal 8 Gold, willst du die direkt dann mitnehmen? Ja, okay, mach ich. Ach, jetzt wird ja schon erwartet, dass ich wieder zurückrenne. Oh. Ah, guck mal, der Grüne, der voll equipped, den will ich eben kurz einmal ein bisschen Angst einjagen. Ja, ich schieß mit drauf. Ja, der hat einen abgekriegt, so, jetzt hat er Schiss. Gut, dann hole ich mal Warp Powder. 3 Stück, ne? Gebe ich einem, dem Mega-Markus. Ach ja, das ist ja die Runde mit dem Mega-Markus. Ja, immer noch. Ja, geht schon 9 Minuten lang, ja. Starke Sache. So, Warpowder. Erstmal habe ich nur 2, aber ich spare auf noch 1. Ach, guck mal, hier sind 7 Eisen drin, das ist ja Töfte. Okay, dann stelle ich noch Traps auf, 2 Stück. Ne, es geht nur eine, egal. Stelle ich erstmal nur eine auf. Alter, ich schrotte gerade meinen Bogen. So. Er hat nur noch. What? Der hat schon 60 Sachen verloren. Ja, come on. 61 Schritte habe ich gemacht. So, wir... Ach, ein Treffer. Ah, ich wollte schon sagen, der will Grüne hat nämlich... der will mich abschießen. Also, das gehört sich, finde ich, überhaupt nicht. Das ist eine Frechheit.
Die waren noch gar, die haben keinen Weg zur Mitte, das ist richtig lachhaft. Lachhaft. Das ist richtig lachhaft. Die sind nicht ernst, die Blauen auch noch. Ich verstehe diese Leute nicht. Oh, blaue oder grüne oder wer grün, mich gerade abgeschossen hat. Da ist irgendwo ein TNT-Scharf in die Luft gegangen. Ist immer schön, sowas zu hören. Was ich eben machen will, ist Options, Musik und Sounds. Zurück, wenn du wieder da bist, renne ich zurück in die Base, um mir ein paar Tricks. Ich bin da. Ich bin schon lange wieder da. Nee, weil du ja, ich bin, Options ich bin da. Bist, meine ich. Ja, ich bin da. I'm back. Okay. I'm back ich in business. Ja, renn, ja, ich habe dem, dem Grünen zwei Pfeile getroffen. Der, der wird sich erstmal nicht wagen zu zeigen. So, was macht Blau da hinten? Oh, ich hab versehentlich recht. Ja, wir müssen halt so langsam den Vorteil ausspielen. So, dass wir uns eine Enderperle kaufen und Stärketrank. Macht, glaube ich, schon Sinn so langsam, sonst equippen die sich noch zu gut. Ach so, natürlich das Warpowder, was ich mitgebracht habe, war jetzt umsonst für dich. Du bist einfach so nach Hause gerannt. Na, ja, natürlich praktisch. Kann ja nicht direkt verwenden, ne? Nee, aber ich wirf das jetzt mal dem Mega Markus hier hin. Mega Markus. Mega Markus, jetzt renn doch nicht weg, ich will ja doch gehen. Megi. Hier. Hallo. Wir haben 30 Gold in der Base. Das heißt, soll ich uns schon mal Enderperlen kaufen? Ja, mach mal. Weil dann könnten wir auch zur Not nochmal in die Base werfen mit Enderperlen. Aber nur uns beiden. Und hol mal eine Rettungsplattform. Wenn das geht. Kostet 2 oder 3 Gold, ich weiß es gar nicht. Plattform, also ich benutze keine. Okay, ne, ich bin strikt gegen solche Methoden. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Kostet sogar 3 Gold. Also soll ich dir jetzt eine holen? Ne, dann mach nicht. Dann scheiße ich auch mal drauf. Also ich meine, ich habe noch 12 Gold hier. Kannst du eine Ender Chest mitbringen? Ja. Das ist eine gute Sache. Oh Gott, Alter. Torm, ey. Ich bitte dich. Schieß mal ein bisschen besser gerade. What the fuck? Bei mir leckt's aber auch teilweise ein kleines bisschen. Gehört sich aber ganz und gar nicht. Ich möchte jetzt Minecraft gerne umtauschen. So. Ja, würde ich auch machen. Mm, leckt mir zu sehr, dieses Spiel. Die Blauen bauen eine Burg, also sind wieder Minecrafter am Werk und schicken TNT-Schaf in die Mitte. Finde ich auch absolut ganz und gar nicht in Ordnung. Habe aber den Weg abgebaut, sodass sie nicht in die Mitte kommen. Klug, oder? Sehr klug. Sehr klug. Dankeschön. Die explodieren jetzt alle auf dem Weg von Blau, zumindest eins. Das hat wirklich so, super funktioniert. Der Gelbe will hier ein bisschen Stress. Warum? Okay. Oh, der Mega Markus ist Speedtrunk getrunken. Nee, doch nicht. So, der nächste Gelbe mit Bogen weg ist natürlich ärgerlich. Ja, jetzt liegt es bei mir, dass ich meinen Trank nicht trinken kann. Wieso? Alter, ich finde es nicht in Ordnung. Ich bin alleine. Hilfe. Ah, jetzt geht's. Hilfe. Hast du die Enderkiste dabei? Mhm, klar. Gute Sache. Dann, Alter, würde ich jetzt sterben, das wäre so bitter. Beeil dich. Oh shit, der Gelbe. Der Grüne schießt auch. Nee, doch nicht. Alles gut. Renn, danke. Ich plante die hier hin. Der darf da nicht reingucken, der Gelbe. Da, in der Perle. Ja, vor allem ist dann. Okay. Ah, oh, ja, danke, dass du die einsammelst. Ach so, ja, okay. So, ich tue 20 Gold in die Kiste. Wir haben 26 Gold wieder drin. Ich schreibe dir mal kurz. Leer mal die EK. EK. Ach, grün. Ein Gelber von hinten. Also nicht erschrecken. Ich hoffe, er versteht EK. Ja, hat er. Sehr gut. Guck mal, Gelb baut sich gerade zu Blau über einen sneaky Geheimweg und will sich, glaube ich, auch zu uns bauen, weil sie bauen sich hoch. Ich mache Gelb kaputt, okay? Ohne Enderperle. Zwei sind weg und nur einer ist da, Flo. Du hältst die Mitte, ich mache Gelb kaputt. Wie bitte? Halt einfach die Mitte, ich mache Gelb kaputt. Mhm. Da ist nur noch einer wirklich in der Base. In the Base. Und da muss ich natürlich mal kurz unseren ganzen Goldvorteil hier ausspielen. Okay, dann schieß. Nice. Ja, das war too easy. Die haben mich auch gar nicht gefordert. So, der eine ist noch da oben.
Komm, spring runter. Danke. Okay, Megamarkt ist jetzt auch so, wieder in deren System. Ja, okay, das war nicht allzu schwer, weil die haben es mir echt leicht gemacht. Zwei waren, haben sich unterschiedliche Wege gebaut und der eine in der Base war shoppen. Also es war ganz gechillt, dieser Angriff. Und jetzt haben wir zwei Bases. Basen. Stimmt, so für Eisen und so. Eisen ist das ganz klar. So. Ich würde ja jetzt gern grün ausschalten. Grün oder blau? Ich weiß es nicht. Grün für grün, die nerven mich. Okay, ja, ich finde, wir sollten uns dann langsam zu deren Weg bauen, also deck mich. Ja, wir beide schließen hier einfach die ganze Zeit. Ja, das ist gut. Noch komme ich nicht dran, aber jetzt sollte ich, genau. Wir sollten uns auch mal Leitern für sowas zum Beispiel kaufen. Ach Quatsch, Leitern. Ist viel zu überteuert. So, okay. Du kannst drauf. Okay, wir haben jetzt keine Stärketränke. Nee, das brauchen wir nicht. Ein voll equippter Tod. Rück vor. Oh, ein TNT-Schaf. I. Weg hier. Ich find's ja weg hier. Ich würde mir ja auch noch wünschen, man könnte die irgendwann mal töten. Ja. Oh, blau baut sich zu gelb rüber. Okay. Den Weg. Das TNT-Schaf ist runtergefallen. Perfekt. Flo, halt die Mitte. Mega Markus und ich machen das, wenn du willst. Okay. Oh, ja, TNT-Schafis. Ja, von uns. Ja, richtig. Oh, guck mal, jetzt kommen die Grünen hier wieder an. Versuchen wir die Roten runter zu... die Blauen. So, nächster vollgekippter Grüner tot. Ich muss mir echt mal Optifine... ich habe ihn getroffen. So, jetzt weiß er wenigstens, dass wir geschnallt haben, dass die sich da überbauen. Genau, das mache ich auch immer gerne. Einfach mal kurz mitteilen, ja. Wir wissen schon, dass wir... Alter, nur noch 230 Schüsse habe ich. Oh mein Gott. Diese Runde wirst du mit diesem Bogen nicht überleben, Flo. So, okay, wenn du willst, kannst du zu grün kommen. Ich spring einfach runter und gib mir nicht den Kill. Wenn du willst, kannst du zu grün kommen. Okay. Ich bin gerade so weit vorgerückt, dass nur noch einer volles Equip hat. Und ich kurz vor deren Bett bin. Ist Mega Markus noch da? Nein, deswegen. Einer. Der ist tot. Nee, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Achso, warte, ich esse ihn. Ich hoffe. Blau nutzt das jetzt nicht aus. Ja, dann geh doch vor. Ja, pass auf, da hat noch einer volles Equip, ne? Ach so, da hat noch einer. Ja, deswegen. Aber warte, den kriegen wir hin. So. Oh ja, der hat noch wieder einer volles Equip, aber der eine ist tot. Sehr gut. Okay, lol, alle Kills gesnackt. Sorry, Flo. Ein Blauer kommt in die Mitte, also schnell. Das war gutes Teamwork. Gleich gucken wir mal die Kiste nach. Ja, ich dachte so, du verfolgst den, weißt du, bei diesem Bad. Ja, genau. Ist so easy, das zu Ja, das stimmt. Ja, ich wollte nur eben das Equip wegmachen. Okay, wir haben unsere Enderperlen richtig gut aufgespart, muss ich sagen. Ja, ich habe auch noch alle Trinke. Stark, noch so. 12 Gold in die EK. In die EK. Oh. Meine Finger. Oh, eine coole Runde bisher, muss ich sagen. Okay, ich baue mich mal lang. Mach mal. Und dann werfen wir im Notfall unsere. Brauchen wir eigentlich gar nicht. No. Moment, pass auf. Guck mal, schießen die da jetzt? Ja, beide schießen. Zwei Leute. No. Aua. Aua. Treffen aber. Ja, gut. Gute Bogenschützen. Außerdem haben die den besten Bogen. Oder zumindest den zweitbesten. Also einen mit Schlag auf jeden Fall. Einer hat aber den letzten. Den letzten? Hat mir nur ein Herz weggemacht. Achso, ja, mir hat einer 3,5 weggemacht. Es sei denn, die haben mich mehrmals getroffen, aber ja, mich hat einer noch 2 danach gemacht. Mhm. Also einer 1, einer 2. Ach, ich lass den sich da hochbauen. Juckt mich doch nicht, dann ist er halt gleich weg. Das ist der ohne Bogen. Dann stört der weniger. Ja, okay. Sollen wir mal mit Enderperlen machen? Noch einen Stärke. Ja, hätte ich auch gerne. Soll ich mal holen? Wenn die EK, ich hol. Okay. Ja, wir haben ja nur noch ein Team, das kann ich auch bekämpfen. Ja, dieser Magnum, wie komme ich auf Magnum? Der Markus, der baut gerade unser Bett nochmal mit Enderstein ein. Richtig unnötig. Ja. Für dich auch eine Stärke, ne? Wäre vorteilhaft, wenn du schon dabei bist, kannst du mir direkt noch einen mitbringen. Ja, dankeschön. Alter, da sind 57 bzw. jetzt 63, 64 Gold in unserer Kiste. Ja, und jetzt sind nochmal viel mehr in der Enderkiste. Oh Mann, ich würde ja jetzt gerne noch einen Schnelligkeitstrank haben. Nein, juckt doch nicht. Quatsch. Das Bett kriegen wir da so schnell. Ja, ich meine, dass ich dann schneller bei dir bleibe. Ach, 3 Minuten hält der Stärketrank richtig lang. Ja. Wenn ich den ja jetzt schon trinken, ich habe auch noch 3 Heilungstränke. So, pass auf. Hier, nimm eins davon.
Keine Ahnung warum, aber damit du eins hast, damit ich dir es wenigstens in der Runde übergeben habe. Okay, und jetzt rennen wir so weit wie möglich auf den Weg zu denen. Komm. Und dann werfen wir die Ender, wenn wir runtergeschossen werden oder abgeschossen werden sollten. Guck mal, die checken das noch nicht mal. What the fuck? Oh mein Gott, Enderperle. Flo, wo bist du? Da, sehr gut. Okay, ich baue das Bett ab. Oh, töte die. Töte die. Okay, hab's. Sehr geil. Ja, ich hab nur einen bekommen. Oh shit. Boah, ich hab eine 7er KD, geil du. Ich eine KD von 2. Ja, egal. Da war eine Schnickrunde. GG. Keine Ahnung. Welchem Team war Yundi? Der schreibt Torben GG. Torben GG. Ja, Leute. Ah, ich bitte. Fand die Runde. 20 Minuten gehen die Runde. What the fuck, das kam mir überhaupt nicht so vor. Mir kam die viel länger vor. Mir kam die viel kürzer vor. What the fuck? Okay, ja Leute, wenn es euch gefallen hat, 20 Minuten, solche Runden gefallen mir immer persönlich ziemlich gut, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und...